Dann ranken wir mal. Wollen wir unseren Goldrang endlich mal loswerden hier? Wäre sonst langweilig. So auf Gold, ich bitte dich. Silber ist viel cooler. Weil Gold kann ja jeder. Ich habe übrigens ein Video gesehen, wenn du in Gold feststeckst, dann gucke dieses Video und das ist so Platin-3-Symbol. Ich denke, ne, will ich gar nicht werden, ne? Platin will überspringen, Platin ist scheiße. Wenn die jetzt auch hier drin sind, ne, lass sie aus. Nein, wir haben das Kackhuhn. Ne, schon gar nicht. Burak, Blitzbase und ja, für beide. Ah, unten sind wir auch HCG Wallrich und HCG Huhn. Na dann. Keller? Ja, will ich schon sagen. Okay. Dann gehen wir Keller. Oh, wir haben nichts zum Verstromen. Ja, oh, das ist was für Anfänger. Benutzt doch nur Kupfer, Leute, ich bitte dich. Verstrom. Direkt aufmachen. Ja, viel geiler. Der Koi-Kok ist dabei oder so, keine Ahnung. Ist aber ein sehr kleiner dann, ne? Es bleiben noch 10 Sekunden. Lade neues Magazin. Kann doch einer hier. Oh, nee. Ich werde hier gespottet. Ja, ich hier da oben, okay, sonst will ich das oben. Den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Na, ich gehe mal nach unten, aber ich muss hier. Hallo. Hallo. Was denn da? AVS ist einsatzbereit. Ganz oben ist Ash. Und zwar Richtung CEO Office. Wie seid ihr denn das? Keine Ahnung. Gott, oh Gott. Hier droppen sie übrigens. Hier sind sie gedroppt. Einer ist in Visa. Mach nach oben über uns die Decke auf. Ash habe ich übrigens. Einer immer noch in Visa. Da war einer. Ist das wie ein Jude oder was? Alter, ey. Im Flur sind welche. Welcher Flur? Von der Garage, der? Ja, genau, der. Der Lukenflur ist vom. Oh Mann. Oh. Ja, natürlich. Sophia kommt von der Garage. Und zwar rechts von dir, Gunnar, direkt. Voll auf der anderen Seite ist einer reingetreten, meine Gummine. Ja, ich weiß. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Noch eine. Ein Kämpfer des eigenen, ja, klar. Ach, von da hinten, ey, von zwei. Woher wusste die denn, dass du da bist? Gunnar. Ja, das sind so Fragen, ne? Keine Ahnung. Und ich habe die sogar 2-3 Mal getroffen, ne?
Also bei mir. Bei ihr wahrscheinlich nicht, aber... Das war ja krank, ey. Ich weiß aber nicht, wo die alle da rumgerannt sind, ehrlich gesagt. Das ist noch so eine andere Frage. Dass die alle tot waren. Oder nur noch wir drei da waren. Ja, Doc war in Yellow Stairs. Der hat im Piano aus dem Fenster geguckt und ist dann in Yellow Stairs gelaufen. Dann ist Ash von oben runtergesprungen, hat ihn weggeholt. Dann habe ich dann Ash erwischt. Einer ist die ganze Zeit da Visa rumgeeiert, das habe ich irgendwie gesehen. Und dann bin ich halt die Wendeltreppe runter. Ich gehe davon aus, dass viele die Treppe von Visa runtergegangen sind, direkt da Richtung Küche. Und ich finde ja, dass Doc einer ist, der nicht unbedingt Spawn peaken sollte, weil der viel zu wichtig ist. Ja. Ne? Wenn, dann soll es Rook machen oder so. Also Keller sind sie nicht. Nee, die sind, glaube ich, oben. Egal wo. Ja, Pub-Office sind sie. Oh, sie machen sie casteln alles zu. Ostseite. Ah, Fuse haben wir aber nicht diesmal. Nee, leider nein, leider gar nicht. Wir haben aber Jäger-Dinger. Oh, was ein Move, ey. Übrigens können unsere Leute hier gar nicht einparken, wenn ich mir das so angucke. Keine Munition mehr. Ja, der Spaß. Uns geht's dem gut, ne? Damit aber noch der Letzte weiß, dass wir von hier kommen. Ja, schön verschwendet. Also wirklich. Der kümmert sich darum, das ist ja nicht schlecht. Mist, bei mir ist vermutet, glaube ich, da kommen wir nicht rein. Das Fenster. Ja. Die Seite hier bei mir, wie drüben, weißt du? Sprengladung ist scharf. Die beiden Fenster habe ich auf. Kann ich aufmachen. Das ist cool. Schon mal ein, na, seilt er sich hier nicht jetzt. Breach hängt. Okay, Bombe liegt. Jetzt. Ist hier runtergefallen. Ah, eine habe ich noch. Jetzt aber. Jawohl, dankeschön. Was? Da war keiner. Oh, der Jäger sitzt, wenn man reinschwingt, ganz links auf dem Schrank direkt. Von dir aus, Gunnar. Hm. Voll war da, wo du gerade hingeguckt hast. Da saß er vorhin. Da links am Schrank noch. Da hinterher, ja, genau. Hm. Nur noch ein Gegner übrig. Ist doch nur noch der. Nice! So will ich das sehen. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Reingeschwungen in die Richtung gefeuert, plötzlich war ich blind, Alter, hat einfach nur noch weiter gefeuert. Hätte die mich nicht geblendet, dann. Ja, aber dann musste, ging ja anders, sonst hätte er euch weggeholt beim Reinschwingen schon. Ah, hat ja gut funktioniert. Tja. Oh, nochmal schief, ne, oder? Ich weiß es nicht. Ist egal. Ah, okay. Ich versuche den in den Rücken zu fallen. Ja. Ich hol Kaid, dann kann ich zumindest die Luken könnte ich verstrauben. Hm, ich nehme Bandit für die Wände.
Mute finde ich so scheiße wegen dem C4, das ist so behindert irgendwie, ich kann das nicht werfen. Das ist den Raum verbarrikadieren. Wir müssen wenn du das raus, C4. Ja, stimmt. Aber Bandit und geht ihr hoch? Ich gehe hoch. Aber Bandit und Dings geben sie nicht viel, finde ich, von der Waffen her. Mute und also Mute und Bandit. Sind beide ganz angenehm zu spielen. Aber hier oben ist noch eine Luke, die noch verstärkt werden kann. Ich kann nicht drei verstärken. Die hier. Nur noch 10 Sekunden. Mir fehlt auch noch eine Wand. Aber ich auch komme. Ich komme, dann mache ich die Wand. Ich habe nämlich auch noch einen Strom. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Okay, Leute, gucken wir mal. Hauptsache der. Der Burak verstärkt gerade. Luke auf. Ja, alles klar. Der Burak verstärkt das Garagentor der Ochse. Yellow Stairs sind auch welche. Gucken wir mal, ob ich schon was machen kann. Wenn du hier bist, muss ich nicht hier sein. Burka. Burka. Ach, Burak heißt der. Säcke. Doc? Doc? Maybe help? Doc? Die Gegner sichern den Behälter. Super gemacht. Wir sind da rein. Ja, super. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Ah. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Okay. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Scheiße, ich hab meine gekriegt. Aber ich hab dich auch im Voice-Chat nicht gehört. Ich hab keine Ahnung, ob der bei mir insgesamt ausgeschaltet ist oder. Ich weiß es nicht. Der ist jedenfalls wieder kaputt. Musst mal gucken, hast du irgendwie ein Treiber geupdatet vom Grafikkarte oder sowas? Nö, eigentlich nicht. Ob dein Default-Recording-Device vielleicht umgestellt ist aus irgendeinem Grund wieder, weil dann. Der nimmt ja das Default-Recording-Device. Manchmal macht er das, ja. Ach, stimmt, du hast recht. Ich hab dir gehört oder was gerade? Ich hab dich nicht gehört. Gunnar, hast du mich gehört? Als du gesagt hast, hilf mir bitte, ja. Doc, ja, das habe ich gehört. Okay. Achso, ja, aber ob ich das auch in-game gehört habe oder nur im Discord, ist jetzt. Das ist ja nochmal doppelt dann, oder? Bin mir nicht so sicher. Also, das ist normalerweise lauter und so komisch echohaft, wenn es doppelt ist. Und das war, meine ich, nicht. Garage sind sie schon wieder nicht. Die sind da schief. Da, wo wir waren, glaube ich, oder? Ja, da, wo wir waren. Der Igel hat auch kein Voice-Symbol hier, Voice-Chat-Symbol in der Liste. Ne? Ja, das ist bestimmt wieder immer. Ja, kannst du ja mal nach dem Default-Recording-Device gucken. Das hatten wir schon öfter mal. Ich habe gerade nachgeholt, ist eigentlich mein Mikro. Wundert mich jetzt ein bisschen. Der Keller auf jeden Fall. Ach, Dreck. Ja, tschüss, Gold. Nein, noch sind wir nicht fertig. Verteidigen liegt uns irgendwie gar nicht, ne? Normalerweise sind wir verteidigt sogar deutlich besser, das wundert mich deswegen ein bisschen. Ja, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Da oben ist. Killhole da oben. Durch. Oh, hier unten ist auch Dings auf. Okay, wenn die im Archiv sind, machen wir unseren Angriff über die Garage, oder? Mhm. Surprise, Motherfucker! Der Burak ist wirklich. Der ist zu nichts zu gebrauchen. Zu nichts. Der wollte dich gerade holen, hör mal, Igel. Ja, ich weiß, ich habe gemerkt, dass er von rechts, links irgendwann schoss. Der wollte gerade holen, der Sack.
Boah, danke. Das komische Türkenmucke gehen wir schon um den Sack. Ich suche mir mein Ohr. So eine Kacke. Ah, so, ich seh's wieder. Das höre ich zwar nichts mehr, aber... Ich wurde entdeckt, ob wir hierhin zu mir. Oh, hier ist ein Loch in der Wand. Ich habe ein zweites Arschloch geschossen. Sehr schön. Oh. Drittes und viertes, das weiß ich noch nicht, aber. Alter. Ja, da muss ich draufhalten. Lass uns was anderes nehmen, nicht Visa. Archiv. Mir ist Garage. Oder ist Garage kriegen wir eigentlich auch ganz gut gehalten. Schwierig, wenn die vorne auf. Oder wir nehmen Verwaltungsbüro. Das wäre oben. Aber lieber Garage noch. Nee, Garage, ich weiß nicht. Wo willst du denn hin? Hopp, hopp. Verwaltungsbüro. Ich Fenster muten. Ist spontan nichts anderes eingefallen. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Als allererstes die wichtigste Wand der Welt. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahr gefunden. Weswegen ist reingerannt? Der Cooper. Der hat's verdient, der ist eh scheiße. Alter, was? Geht's hier schon los, oder was? Boah. Der Junge, der ist ja auch nur unterwegs, der Typ, ey. Wir sind alle im Raum. Das wird ja spannend. Oh, ist gar kein Gegner. Hinter mir wird hier gleich aufgemacht. Ich sehe schon. Maverick, ey. Ah, klar. Küche ist einer. Ja, die ist aber ein Loch in der Wand, der ist rotiert. Ich hab den leider nicht gekriegt. Was? Von wo das denn? Ach, scheiße, von unten, ey. Wieso gammelt der denn noch da unten rum? Links von der Igel. Denkt draußen am Fenster. Wenn er rausspringt, habt ihr dann.
Nee, doch, nee, das meine ich nicht. Der hat nur geschmissen, ja. Pass unten auf die Luke auf. Sehr schön. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Ja, das lief ja noch ganz gut. Alter. Hier ist was los. Igel reißt uns raus. Sag das nicht so laut, wir müssen noch einmal gewinnen. Du machst das schon. Wenn sich hier einer anbietet, den ich mir dann zwar das Arsch aufschießen kann, gern. Ja, wir gehen beide mal in den Keller im Bio holen, du machst so lange den Sieg klar. Ja. Und gleich steht dann hier 4-5, ist alle deine Schuld! Alle deine Schuld! Du kannst ja gar nichts. Ich hab so ein Gefühl, die sind in der Garage. Deswegen habe ich Thatcher geholt. Oder wieder Konsulat. Aber ist egal, Thatcher ist immer gut. Ich glaube, im Konsulat sind sie, da kann man schlafen. Das ist. Ich glaube, draußen machen die kein Camping oder so. Oh Gott! Ich meine im Archiv, Entschuldigung. Militärische Fähigkeit. Meinst du nicht? Wir sind aber wieder im Archiv. Das haben sie gerade auch verloren. Ein Archiv ist ja schon am schwersten anzukommen. Leider. Archiv sind sie wieder. Die machen wieder die gleiche Wand auf wie vorhin. Durch die ich rangekommen bin. Aber diesmal machen sie Mira da an die. Oh, ja, müssen wir gucken. Also ich glaube grundsätzlich sollten wir auf jeden Fall wieder auf der Garagenseite spawnen. Ja. Ich hab schon bei Tankstelle. Ja, ich gehe mal Polizei absperren, dann komme ich von unten ans. Obwohl Tankstelle ist besser. Aber pass auf oben aufs Fenster. Ja, ich komme da hinten zu dir. Ist wirklich besser, ja, ich komme zu dir. Tankstelle ist besser. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Oh, wir haben Burak bei uns, wir haben verloren. Feuerschutz, lade nach! Okay, Vorsicht. Gunnar, bist du da? Ich bin noch in der Drohne. Okay, ich bin jetzt auch da. Bereit für Durchbruch. Ich drücke bei ihm rein, ja? Also hier hinterm weißen Auto ist keiner, hier oben auf der Balustrade auch nicht. Kannst du kurz die Treppe hoch, ganz ja. kurz? Ja. Also, Pianoraum ist auch keiner. Ich gehe noch da hoch. Zeit, eine neue Tür zu sprengen. Nee, sieht gut aus. Okay, ich komm mal runter wieder, ne? Hier im kleinen Büro ist auch keiner. In der Küche ist einer. Der liegt mittig hinter der Wand. Om Ping. Schieß drauf. Sehr gut. Ich hab ihn. Ja, sehr gut. Ich hab einfach reingeholzt. Ich hab gesagt, schieß auf den Ping. Ist das richtig? Nee, ich hab nicht auf den Ping geschossen. Ich hab weiter nach links geschossen, weil ich mir gedacht, der läuft los. Okay, Cavera und Bandit sind hinten noch drin im Raum. Cavera ist auch immer sehr sinnvoll, wenn die im Raum ist. Ja. Ich mach wieder eine Claymore hin, macht der Igel. Ja. Ich muss irgendwie meine Ladung da vorne hinschießen. Den Raum sichern und den Bio. Die sichern? Das ist sehr gut. Aktivitäten. Mit Sicherung des Raumes einstellen. Scheiße. Links im kleinen Raum war einer. Vorhin. Neben uns sozusagen, oder was? Neben dem Eingang zum Serverraum war. Ah, ist Block. Der voll war kein Set schon. Ja. Ist zu spät. Ist zu spät. Am Fenster oder was? Ja, richtig.
15 Sekunden. 10 Sekunden. Nee, der ist auf der Balustrade. Nur noch einer vom eigenen. Wo war der jetzt? Das war Mira, die rauskam. Mhm. Ah, okay. Kam die Treppe runter? Nee. Nee, Mira ist rausgekommen. Ja, wir hätten vielleicht doch besser oben irgendwie aufmachen sollen. Zum wir alle dabei hatten. Ja, ich weiß nicht, die Luken haben wir eigentlich so noch nie gewonnen, wenn wir den Dings angegriffen haben. Also über die Luken. Müssen wir noch zwei Runden gewinnen? Nee, mussten wir nur eine Runde gewinnen. Der Igel hat versagt, würde ich sagen. Ah, natürlich. Einer muss sicher sein, ne? Ja. Ganz klar. Dreimal darfst du raten, wer im Archiv ist. Wir sind unten, ja. Ey, ich hab das doch gesehen, das Ding. Arschloch-Drohne. Wenigstens bleibt es hier im Team. Können wir also in Lisa rumgelaufen gerade? Ja, die wird uns jetzt den Rücken fallen, gehe ich von aus, wenn wir nochmal den gleichen Angriff machen. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Ich traue mir nicht vorzugehen, der schießt mir einer. Unbedingt auf die Kamera schießen muss, dass du so, hey, ich brauche die Kamera. Diese scheiß Spawn-Picker, Mann. Mich erwischt er auch noch, ey. Dreck. Ey, sonst verreißt die Waffe auch nicht. Warum verreißt die denn jetzt? Das war er, glaube ich. Wenn nicht. Nee, der war ganz woanders, der Burak. Ah, stimmt, das recht. Hat Burak was richtig gemacht? Wir sollten nämlich überholt. Mit 3 Kills. Hauptengang in der Nähe ist Kavera. Okay. Bin in der Garage. Hier ist diesmal keiner in der Küche. Verdammtes Loch. Boom! Weg war der schwarze Spiegel. Sehr gut. Den Weg frei. Das ist so lächerlich, der Typ, ey. Der ist. Da war er. Tot. Wo ist er? Der war tot. Ich droh noch mal rein. Ja, ja. 20 Sekunden noch. Ah, ich sehe ihn. Hinten auf der Serverplattform. Auf der Serverplattform oben. Ah, ich sehe ihn. Ich hab ihn gesehen. Ich kann für euch weiter anpingen. 15 Sekunden. Ah, fuck. Jetzt ist er weg. Ist er wieder da? Boah. Alter, der Typ, der ist. Alter. Der hat einfach auf Verdacht hat er geschossen, ha? Nee, der war leider gar nicht blind. Ich hätte andersrum laufen müssen, ja, du warst ja schon vorne irgendwie. Immer durch die Garage, Küche und dann hinten rum, ja. Da habe ich zwei Seiten gehabt.
Auch wenn die Zeit knapp war, aber 20 Sekunden ist schon noch eine Weile, ne? Scheiße. Archiv, oder? Na, Archiv ist auch nicht so geil, ne? Verwaltungsbüro war schon ganz gut. Da rechnen sie vielleicht jetzt so am wenigsten mit. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Wir können lieber, wenn wir das hier gewinnen und dann nochmal verteidigen müssen oder so, dann können wir nochmal Archiv nehmen. Als Grand Finale. Als ob wir das hier gewinnen. Ganz ruhig. So stark sind die Gegner aber noch nicht. Ja, aber sind wir so gut? Guck dir das mal an, ich bin am letzten Platz mit 6 Kills. Krank. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ich rufe meinen Begleiter. Noch 5 Sekunden. Ich kann mal übrigens da noch muten setzen. Hier auf? Standort des Biogefahrgutbehälters ist unbekannt. Sehr gut. Weiterhin absichern. Ja, Lust, erst kommen welche, glaube ich. Hier ist Maverick. Die Gegner haben die Gefahr. Hier ist einer auch in den, im Treppenhaus hier vorne. War da unten immer noch einer, Gunnar? Nö, ich habe mal auf Verdacht hingeworfen. Ja, los, der ist, glaube ich. In der Küche wurde gerade gedroht hier. Ich hab'n. Sehr schön. Zwei Gegner, Leute. Ruhig bleiben. Ist einer, sag lieber was Sinnvolles, wo er ist oder was der. Der wurde in den Hauptstairs, Mainstairs wird er weggemacht. Küche, Küche, hier bei uns. Ist er schon da? Einer ist hier im Nebenraum? Der ist auch noch. Mädchen bereit. Glaube ich. Hast du die Yellowstairs, Gunnar? Ein bisschen, ja. Schnell mal die. Letzter verbleibender Gegner. Okay. Der war in der Küche. Ich weiß nicht, wo noch einer ist. Ich hatte gemeint, Yellowstairs. Ich höre hier auf jeden Fall was. Ja, der ist da an der Tür, direkt an der Tür. Was? Jesus, ey. Ich verbarrikadiere mich mal hier. Ja. Natürlich kriege ich wieder einen Headshot, ey. Hier ist er. Ah, sehr gut, Holger. Okay. Okay. Krank, aber ich will mich nicht beschweren. Und einen neuen, Alter. Also länger geht's nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall Finale hier. Ja. Ich will die Map gar nicht so lange spielen, ey. Ich geh jetzt nicht nur an Tankstelle, ey. Das ist scheiße. Ja, die Spawn-Peakner jedes Mal. Da kannst du lieber einmal rumlaufen, tatsächlich, glaube ich. Machen wir denn mal. Ich mal Seiten. Seiten? Man weiß ja nicht, wo sie sind, ne? Ach, nämlich, das ist scheißegal. Archiv haben sie gerade gewonnen. Das heißt, das können sie nicht nochmal nehmen. Sind sie entweder oben. Nee. Achso, stimmt, hast recht. Ist ja. Trotz Verlängerung. Ja, dann sind sie entweder oben. Hast ja wahr. Das ist richtig.
Die waren doch noch kein einziges Garage, ne? Doch, jetzt sind sie Garage. Das ist wir haben aber Thermite und wir haben Thatcher. Und wir haben Hibana. Das ist ziemlich gut. Ja, Thermite ist Blitzbase. Ach, du bist, ach, sehr gut. Gunnar ist Thatcher. Ja, wenn Blitzbase, der arbeitet sehr ordentlich, muss ich sagen. Also da können wir nichts sagen. Der spielt super. Ach stimmt, der Burok-Sens ist der Depp. Ja, genau. Ja. Die haben hier noch eins noch nicht verstärkt. Das werden sie aber gleich machen, gehe ich von aus. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Oh, ich höre das schon. Die werden spawn pieken. Ich höre es schon. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Ja. Ich sage es noch. Dieser Burak. Wegen dem verlieren wir das Spiel, ey. Nee, so gut ist er nicht. Wer wichtig wäre. Okay, an dem Fenster ist keiner mehr, ich hab grad gedroht. Ist oben einer? Oh, da ist auch ein Fenster. Ja, fuck. Ja, da ist einer. Scheiße. Der hat nicht, der ist nicht, warte mal. Jetzt haben wir natürlich keinen Thatcher, ne? Denke ich mir auch gerade. Das kann doch nicht. Ja, das war's dann. Kann einfach nicht wahr sein. Kavera war doch gerade hier. Wo ist die hin? Ich höre sie. Der kam sich ja geil vor. Was geh ich denn da? Das ist eine Waffe. Das sah merkwürdig aus. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Smart. Hier ist ein Fukavera. Platziere Sprengladung. Sekunden. Hast du einen mitgeholt, immerhin. Ja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich noch machen soll. Alleine, wo alles auf ist und alle drin sind. Ja. Und es tut mir leid. Uff. Immer. Das war verloren, als es 2-5 stand. Also, jetzt hier gerade in der Runde. Ja, das zumindest halt noch machen, ja. Hätte man ein Minütchen länger Zeit gehabt, hätten wir vielleicht schaffen können, aber so. Vor allem, dass 3 Leute gespawnpeakt wurden, mehr oder weniger. Und nur noch Gold 4. Ich bin Gold 4. Ich stufe ich runter? Ja, sicher. Ah! Also, ich hätte ja gerne mal den Typen da gemeldet noch. Fällt mir gerade ein. Ach, der Boss-Hook ist Kupfer 3? Bei den Gegnern? Nicht. Mit 9 Kills? Alter. Oh. So ein paar Gadget-Kills machen können, ich Affe. Ah, lief ja nicht so gut. Ach, aber naja, komm, wir können jetzt nicht sagen, dass wir hier maßlos verloren haben. Das war ein. Nö, das haben wir nicht, ne? Also. Ja, aber schon so schlecht verloren irgendwie. Gerade so in den ersten Runden haben wir zu viel verschenkt, ne? Das hinten rausgerast hat, war dann besser, aber gut, wenn man von der letzten Runde absieht, aber. Gerade so die ersten 1-2 Runden, das war halt auch nichts. Also, was das angeht, muss ich sagen, ist Konsulat eine der schlimmsten Maps, was dieses. Spawn-Peaken angeht, ne? Total also, behindert, Konsulat. Also die ist total, also ich weiß nicht, warum sie
die Uni rausgenommen haben, die ist 1000-mal besser als das Kack-Konsulat. Ja. Stimmt, die Uni und war richtig gut. Die war richtig gut, ja. Tja. Schade.